Hallo und herzlich willkommen hier zurück am heutigen Samstag auf The Combat. Welcome back to The Combat. Ja, very nice. Ich lasse es besser. Ich bleib besser beim Deutschen. Schön, dass auch du jetzt wieder hier einschaltest und dir die Zeit nimmst, dich hier ein Video von mir anzuschauen. Und ich würde sagen, ja, wir gucken mal, wie es hier weitergeht heute. Was gibt es Neues von der Kornwelt? Was ist passiert in der Zwischenzeit? Zwischen diesen zwei Aufnahmen. Gar nichts ist passiert. Ich habe nämlich gar nichts umgestellt, also von daher alles gut. Ich habe nichts Neues installiert oder sonstiges. Der ist auf jeden Fall schon mal hier fertig auf dem Feld. Das ist doch schon mal wunderbar. Dann würde ich sagen, dann fahren wir mit dem doch mal hier eben schnell zurück zum Hof. Oder wir gehen hin und... Ist gerade ja nicht. Was wir jetzt machen? Oder ein Feld hier? Ja, und auf Feld 36, ne? Ja, was pflanzen wir auf Feld 36? Und mit wie viel Sämaschinen holen wir da an? Eine wirklich knifflige Frage und dafür habe ich jetzt zwei Folgen Zeit. Denn ich werde es erst im Livestream entscheiden. Und im Livestream, ja, könnt ihr dann mitentscheiden, was wir da drauf machen. Was für ein Früchtchen oder auch nicht. Denn Früchte haben wir genug. Vor allem müssen wir auch mal überlegen, was ist denn eigentlich jetzt... Ja, die nächste Produktion, in die wir investieren wollen. Und ja, ich neige noch ein bisschen dazu, in Richtung Alkohol zu gehen. Und eine Brennerei, das wäre auch noch so was, was hier fehlt. Und da möchte ich nicht die jetzt vom Fett nehmen, sondern ja, vielleicht werde ich da noch eine alte reaktivieren aus dem LS17. Mal gucken, ob ich die umschreiben kann. Ja, und dann die Rechte dafür kriege an den Objekten. Aber ich gehe mal von aus. Eigentlich im LS17 eine Fassproduktion. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. So. Wollen wir mal gucken, ob ich die Wasserrechnung denn diesmal bezahlt habe. Erstmal hier. Genau, haben wir hier sportlich heute unterwegs. Ich bin wirklich neben immer so sportlich unterwegs wäre. Sehr dreckig geworden ist hier nicht die verstellen. Tja, heute ist Samstag. Ein stinknormaler Samstag wieder. Also ich weiß schon, was ich tun werde am heutigen Samstag. Was habt ihr gemacht? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr mögt. Oder noch besser, besucht mich im Livestream und erzählt mir dort, wie euer Tag war, was ihr so gemacht habt. Sag mal, jeden Tag quält mich ja auch die Frage, was esse ich denn heute? Ich kann euch sagen, was ich gestern gegessen habe. Das gleiche wie vorgestern, Pommes und Bratwurst. Sehr gesund, sehr einfallsreich, aber ja, nein, die müssen weg. Meine Kinder sind irgendwie im Moment auf dem Gesundheitstrip und Pommes und Bratwurst sind, es passt nicht so ins Konzept. Muss alles genau abgewogen sein, nicht mehr, nicht weniger, jeder Gramm.
was sie machen. Na, mal gucken, wie lange sie dann machen. Ich bin mal gespannt. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Was ist denn jetzt hier schon gekommen mit dem Feld? Mal gucken. Ich würde sagen, die Hälfte hat er schon, ne? Oder? Ich muss jetzt sagen, nee, doch nicht. So. So, jetzt kann ich mal gucken, ob dann drüben noch ein paar Hackschnitzel zustande gekommen sind. Können wir eben gucken. Ich schätze gerade hier eben, ne? Gott, oder dieser In-Game-Tag, ist ja auch hier schon wieder vorbei. Der ist ja auch schon wieder vorbei. Aber ich glaube nicht, dass hier irgendein Krümel dazugekommen ist. Letztes Mal. Ah, gut. So ein paar Liter schon dazugekommen, aber da war jetzt nicht gerade viel. Ja, mal gucken, wie es denn hier aussieht. Produktionstechnisch. Und gucke hier. Keine Bretterpaletten, keine Leerpaletten, keine Spaten, keine USB-Platte. Holz 471.000. Okay, ich würde aber sagen, wir produzieren jetzt noch Bretterpaletten. Bretterpaletten. Haben wir ja. So, dann kann die Produktion ja auch laufen. Dann würde ich sagen, vorne am Tor halten wir nochmal eine Runde an und gucken mal, ob die Holzstammproduktion so geht. Ne? So, hier ist gerade mal ein Palettchen drin, der ist auch nicht so voll. Ui, schon eine Anzahl Tage schon vorbeilaufen. Hier sind Palettchen drin. Und hier sind zwei drin, er macht vier. Naja, gut, also dringend sind wir noch nicht. Davon aus, dass die, dass das Sägewerk noch ein paar Stunden arbeitet. Dann gucken wir jetzt gleich mal hier, was denn hier so die Produktionszahlen hier so sagen. So, einmal hier der Hackschnitzel schon ausladen. Ah, nicht. Sehr schön. Guck mal und seh, ob die Anzeige dafür. Wir haben ja schon Kartonpalette. 10 Paletten Papier. 13. Ja, Kartonpalette. Der bringt hier Wässerchen, das ist doch schön. Wie sieht es hier aus mit Zucker? Hier wird hier wieder produziert. Ach, hier können wir aber Zucker her. Also, Zucker wieder auffüllen. Beladepunkt. Mal hier runter tun. Unter Beladestellen. Hä? Hey, was ist das denn jetzt? Sollte vielleicht mal das hier anmachen, dann würde das auch funktionieren. So, jetzt. Hier alles hoch. Ladepunkt. Fähigkeitenlager. First Play Feld 8.
Jetzt schon 49. Wollen wir hier runter tun? Okay. BGA, da. Jetzt hier drinnen. Ladepunkt. So. Hofsilo. Das Silo. Wasser am Hof. Was ist denn jetzt hier? Hallo? Ableitepunkt Silo Sägewerk. Das Ableitepunkt Silo Zuckerfabrik. Ah, okay. Schon hier rein. Das ist der Beladepunkt. Mal gucken wir. Haben wir noch eine Kinder angelegt? Hier bitte nach Karin. Sehr schlampig von mir, oder? So wie es aussieht, in der Tat gibt es da noch keinen. Nein? Gibt hier noch keinen. Beladepunkt Silo Zuckerfabrik. Zuckerfabrik, Ableitepunkt, Zuckerfabrik, Fett und Zuckerrüben. Sieht ja schon mal jetzt gut aus, das wohl funktioniert. Haben wir das schon mal automatisiert? Jetzt sieht das schon mal gut aus. Das war auch schon wieder ein Punkt geschafft. Das sieht auch gut aus. Der ist also wieder hier voll, das heißt, wir können hier die Düngerfabrik Ableitepunkt Düngerfabrik 2 Wasser. Wo haben wir für die 1 kein Wasser? Ja, merkwürdig.
Was ist das denn? Macht er das nicht? Das ist nicht lang, oder? Der Punkt hier doch zu nah. Komme ich nicht dran. Achso, ne, ich muss ja als Zwang. Ja, hä? Ja, richtig. Wieso nicht dran? Einfach dran kommen würde ich. Moment. Irgendwie lässt er mich das so nicht machen. Was für Grund auch immer jetzt. Mit welchen Gründen lässt er mich das nicht machen? Jetzt funktioniert es ja. Gut. Jetzt geht's noch. Sehr schön. Jetzt ist sie weiter am Sehen. Das funktioniert wunderbar. Er fällt einsam durch die Wüste. Wenn er den Weg zurückgefunden hat und zu seiner Frau kehrt, dann wird es ihm gut gehen. Wird er erleichtert sein. So, irgendwo war da hier lang Kalk gestreut. Zwischen dem Karma. Also, schon mal in die Halle. Bei dem Moment, warum wir keine Kalk streuen. Haben wir aber schon eine ganz schön große Flotte, muss man feststellen. Ja, Ordnung ist nicht so meine Stärke, wie ihr feststellt. Ich weiß, vielleicht den einen oder anderen Zuschauer da draußen. Mein Gott, vom Kühlen nicht mehr Ordnung halten. Stell mal das Kreuz und quer auf dem Hof. Also kreuz und quer. Auch in einem Chaos findet man ein gewisses System. Und das würde ich mal mir sagen, trifft hier mit Sicherheit zu. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 1,8, ne? Ja. Ja, komisch, aber so 1, 2, 4. Ah, ne, da hinten ist ja noch einer. Ja, noch ein. Macht 8, also noch 2. Ja. Die Flotte sollten wir, glaube ich, mal erweitern. Ein bisschen mehr. Zwei Punkte. Rest noch hier reinkriegen. Hier geht aber wieder eine ganze Menge rein, kann man feststellen. Dann liegen wir. Ah ja. Dann noch nicht voll.
So, aber speichern eben schnell. Ein Stück zu trinken, da ist schon ein Stück. Ja, zwei. Ja. Da können wir drei oder vier werden. Wie gesagt, Feld 36 war am Dienstag im Stream. Versuch mich zu beherrschen, wirklich bis dahin zu warten. Genau, Feld 36. Was drauf? Jetzt gucken wir erstmal hier. So, 461.000 Seen, Feld 30. Und nur Saatgut und Dünger dafür, ne? Und dann noch Zuckerrüben. Düngen. Essdünger, Mineraldünger, Gülle oder Mist. Auch sehen. Hier haben wir Grubern 32.000 Feld 54. Grubern Feld 55. Düngen. Grubern Feld 51. Weil da war ja noch was mit dem Feld dort. Unten war noch dieses Feld, das direkt hier an der 66 angrenzt, die 54. Und die hat mich da auch noch gereizt. Wie groß ist sie denn eigentlich? Herausgehen, ist ja gern gehen, dann gehen wir hier drauf. So, Feld 54. Etwas weniger als 50 Hektar. Dein Gärrestendorf geht auf diese 50 Hektar. Auch hier 36. 2,2 Millionen Liter Gärreste. Alter, für einen Düngevorgang. Feld 37 daneben. Feld 42. Okay. Feld 42. Muss ich echt überlegen. Feld 42. Oh, Feld 42. Wo sind sie? 60er, 50er. Ach, das ist das hier. Ja, gut. Das große ist klar. Feld 37, jawohl. Teuer wird. Jetzt auf 54, ne? Wie groß ist der denn nicht gerade? Jetzt kommt es zu pachten. So teuer wird das hier ja nicht. Bauen wir mal drauf. Ein Bummendodo. Also die andere Frage.
Muss man mal überlegen. Man denn die Kohle dafür hätten wir ja, aber nicht so, damit die Kohle dafür nicht hätten. Was ist ich von hier sind Bilder falsch? Das gibt hier auch noch nicht. Da haben wir ja noch mal gucken. Und das liegt. Aber immerhin auch schon wieder 23 Paletten Zucker am Start. Bisschen Kompost, bisschen Rübenschnitzel. Jetzt sind wir 24. Und jetzt mal die nächsten Produktionen anschauen. Wie gesagt, das würde ich gerne eigentlich noch überarbeiten wollen. Ob ich das in den Start bringe. Die Metzger. Was? Ich habe nicht genug Geld. Okay. So, Production. Wie viel bräuchten wir an der Melzerei? Und die denn? Eine Mehlfabrik uns erstmal anschaffen, ne? Ja, auch nicht verkehrt. Immer für Mehl? Ja, ne? Da können wir ja Roggen, da können wir ja alles reinhauen. Hier kriegen wir 500 pro 1000. Trocken 600, Dinkel auch so 600, Hirse noch 500. Mischgetreide, also Tritikale, die dann auch so 600. Mal gucken, ob wir hier Mehl haben. Das soll eigentlich auch noch irgendwo sein, oder nicht? Das Malz. Wo ist jetzt hier Mehl? Ja, Mehl, da ist es doch. 1600, also 1000 Euro pro Liter mehr. Ja, das wäre schon nice. Was kostet uns die Mehlproduktion? Mehlfabrik. Einzige, was da hin muss, ist Leerpalette und Getreide. Und kostet 54.000. Okay. Naja, kein Kalkwerk hier, ne? Kann das sein, dass ich meine Produktion da ganz schön drin habe. Ne? Ach, ich. Wie kostet 1,2 Millionen? Wird dann klar täglich auch 4.800 pro Stunde bringen. Flüssige Eier hat das nicht. Dafür bräuchte man Eier, dafür bräuchte man Hühner. Bräuchte einen Hühnerstall. Ja, das war es dann auch schon wieder mit dieser Folge. Muss ich gerade mal so feststellen. Mein Gott, ich sehe heute ratzfatz hier. Ich sage danke für alle, die wieder hier von Anfang bis Ende hier zugeschaut haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ich würde mich freuen, wenn auch mal bei meinen anderen Videos nochmal vorbeischaut. Ja, vielleicht findet ihr doch noch ein Video, was ihr noch nicht gesehen habt. Und ja, ich würde sagen, das soll es dann für den heutigen Samstag gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsamstag.
Ich würde mich freuen, euch auch heute Abend im Livestream begrüßen zu dürfen. Bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund. Ich bin raus und ciao.